Ich bin heute Romantik, Romantik. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir testen mit euch neue Drogerieprodukte von verschiedenen Marken. Erstmal, Rival Loves Me hat neue Loser Blue Powder und Flowers Baking Powder rausgebracht. Dann Hollywood Glow Face and Body, diese Illuminating. Rival Loves Me Hip and Care Serum Kick für Feuchtigkeit, arme Haut. Bei Rival Loves Me war limitierte Edition Blooming Beauty. Ich wollte diese Blush heute benutzen. Bei NYX Bar With Me Concealer Serum neu rausgekommen. Erste Mal, ich wollte endlich mit euch zusammen diese Lidschattenpalette von Pixi by Petra Hello L.A. Angel ausprobieren. Die habe ich von meiner Kollegin Chiquita Place bekommen. Sie hat mir das geschickt, um zu testen, und dann sie hat mir das einfach weiter verschenkt. Ich träume über diese Palette zum Testen, ehrlich gesagt, schon seit ein paar Jahren, und dankbar Nicole, danke dir nochmal von Herzen, dass ich durfte jetzt endlich ausprobieren, weil viele sagen, dass diese Palette sollte Dupe für Tom Ford sein. Tom Ford, ich habe mal angefasst, aber noch nie benutzt. Tom Ford ist natürlich, ja, so Lidschatten normalerweise kosten 70 Euro, ja? Okay, dann starten wir mit dem Base für Face. Rival Loves Me Hip and Care Serum Kick enthält Kokosnussöl und Hanfextrakt. Spendet Feuchtigkeit, beruhigt Haut, sehr gut auch Anti-Age. Kokosnussextrakt auch spendet sehr gut Feuchtigkeit. Ganz süße kleine Flakon. Das ist ein pflegendes Produkt. Man benutzt, was da wurde empfohlen, am Morgens, am Abends, ein paar Tropfen. Hier ist mit Pipette, das ist Glasflasche. Also relativ flüssige Textur, aber trotzdem einigermaßen fest. Konsistenz Gelee, sehr angenehm. Zwischen Inhaltsstoffen, ich habe keinen Alkohol, keine Parfüm entdeckt. Es ist vegan Produkt, riecht überhaupt nicht. Sehr, sehr angenehme eigene Duft hat. Was gefällt mir persönlich sehr, also keine Parfüme drin. Ob Haut beruhigen, weiß ich nicht. Wenigstens, ich habe kein Gefühl, dass es sollte Haut reizen. Gibt leichte Glow, Haut fühlt sich sehr weich. Hier gibt es Vitamin E, Antioxidant. Ich könnte mir vorstellen, durch diese Konsistenz, man könnte, weil ich wurde sehr oft von euch gefragt, auch mit Selbstbräuner von Beauty Mates, dieses Produkt zusammenmischen. Ich habe gesagt, dass mit Natalie 30 ihr spart 30%. Beauty Mates, normalerweise Produkte sind meine Base, wenn ich eine Make-up auftrage. Es ist tatsächlich für mich das beste Primer, tatsächlich das beste Base. Mehr brauche ich nicht. Selber Booster von Beauty Mates, man könnte mit auch Produkte aus Drogerie zusammenmischen. Es wurde wahrscheinlich heute ein bisschen too much, weil ich habe schon aufgetragen. Nicht so groß. Seht ihr, ich nehme zum Beispiel von diesem Booster, weil dieser Booster von Rival Loves Me ist einfach nur Base. Base-Produkte spendet Feuchtigkeit, ja, und reizt Haut nicht. Durch das da keine schädlichen Inhaltsstoffe habe ich überhaupt gefunden. Selbstbräuner von Beauty Mates enthält auch Vitamin E, starke Antioxidant, und auch Glasflasche mit Pipette. Es ist nicht nur Selbstbräuner, es ist auch pflegendes Produkt, weil Beauty Mates ist eine deutsche Marke, die spezialisiert sich auf pflegende Produkte. Okay, seht ihr, ich habe das jetzt zusammengemischt, weil Selbstbräuner, man sollte nicht allein auf dem Haut als Serum erstmal auftragen. Man sollte mit anderen Produkten zusammenmischen, damit Selbstbräuner würde sich am besten gleichmäßig auf dem Haut verteilen. Normalerweise Selbstbräuner lässt keine Fleck auf dem Haut. Ungefähr nach 2-3 Stunden, man sieht schon leichte Farbe. Man könnte natürlich aufbauen die Farbe. Wenn ihr wolltet tatsächlich eine schöne Farbe bekommen, ich würde euch empfehlen, jeden Tag 3 Tropfen in seiner Hautpflege zusammenmischen, oder mit meiner Lieblings zum Beispiel Hyaluroncreme Lift 24 Stunden intensive Pflege für trocknende Haut. Das ist für mich das beste überhaupt Base für Make-up, weil hier gibt es unglaublich schöne auch Inhaltsstoffe. Würde ich übrigens jetzt direkt auftragen. Ihr seht, man könnte verschieden die Produkte
auch auftragen, also wenigstens von Beauty Mates. Meine Haut ist super gepflegt. Also wenn ihr habt trockene Haut, ich könnte euch nur empfehlen, von Beauty Mates extra für trockene Haut. Aber natürlich im Sommer könnte es sein, wenn ihr zum Beispiel Mischhaut habt, wie ich, weil ich Mischhaut habe, dass ihr braucht doch andere Varianten von Beauty Mates Creme für normale Haut. Und leichte. Habe ich schon ausprobiert. Tatsächlich ist die andere Creme viel leichter als diese für trockene Haut. Haut ist so gut mit Feuchtigkeit versorgt. Diese Kombination Selbstbräuner zusammen mit Beauty Mates Creme oder Selbstbräuner zusammen mit diesem Serum von Rival Loves Me, finde ich diese Kombination echt absolut super. Ich könnte nicht im Solarium gehen. Ich könnte nicht auf die Sonne liegen, weil das ist alles schädlich ist für jede Person. Auch Menschen mit gesunder Haut. Deswegen, zum Beispiel, diese Selbstbräuner, für mich ist besonderes SOS, wenn ich wollte im Sommer besonders sehr schön aussehen, offene Schuhe tragen, ohne mich unangenehm wegen meiner Blaufüße fühlen, damit ich könnte natürlicherweise Farbtöne, blaue oder rote Stelle auf meinem Gesicht, meinen ganzen Körper kaschieren. Deswegen, Selbstbräuner, das ist meine Must-Have. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und wolltet von dieser Marke schon auch etwas ausprobieren, könnte ich empfehlen euch Augenlifting Booster Fitter Komplex mit Vitamin B3. Also super. Leichte Textur, ich würde ich jetzt auch benutzen. Normalerweise für Augen brauche ich nur einen kleinen Tropfen. Es ist schon ein sehr, sehr ergiebiges Produkt. Könnte ich empfehlen für die Leute, die haben ein bisschen faltige Haut unter die Augen oder man hat Schlupflider. Vielleicht hier auch schon ein bisschen schwache Haut. Wisst ihr, nicht so mehr fest. Besonders für reife Haut. Man könnte mit jeder eigene Augencreme zusammenmischen. In meinem Alter, für meine reife Haut ist ganz wichtig, überhaupt Serum, egal für die Augen oder für den ganzen Gesicht, ganz wichtig, weil die haben kleine Moleküle, kommen mehr tief in unsere Haut ein und dann Wirkung wird noch mehr intensiver. Einfach nur Augencreme, normalerweise in meinem Alter ist es schon nicht mehr ausreichend. Ich bin 46 und durch meine verrückte Pflege einigermaßen, ich habe nicht so starke Falten. Man sieht natürlich diese Lächelfalten, aber trotzdem, wenn ich nicht lache, man sieht, dass diese Falten bauen sich da in meiner Haut nicht fest. Die werden nicht mehr so intensiv, so dick. Ich bin sicher, wenn ihr schon lange auf meinem Kanal, ihr kennt mich, ich gute Pflege selber liebe. Und wenn ihr seid neu auf meinem Kanal, dann herzlich willkommen. Natürlich, ihr könnt meinen Kanal absolut kostenlos abonnieren. Glocke nicht vergessen aktivieren, wenn ihr wolltet keine neue Video von mir verpassen. Ich wollte auch eure Frage heute zum Beauty Mates Produkte beantworten, die ich habe im Kommentar letzte Mal bekommen. Erste Frage war, wie ich verwende Selbstbräuner in meiner Bodypflege, wie ich das zusammenmische. Ich nehme ein bisschen Bodypflege, egal welche ihr nehmt. Trage ein bisschen auf meine Hand, nehme von Selbstbräuner ein paar Tropfen, meistens 3 Tropfen. 3 ist Minimum, ehrlich gesagt, um Resultat zu sehen. Mische zusammen und trage ich erstmal auf einen Teil meiner Körper und dann, wie gesagt, weiter einmischen zusammen und wieder auftragen. Und so, bis sich der ganze Körper wurde schmieren. Nach dem Duschen, Selbstbräuner wurde gleichmäßig aus dem Haut abgewaschen, ohne Fleck auf dem Haut lassen. Stinkt nicht, enthält keine Parfüme. Und jeder Booster von Beauty Mates, man könnte zusammenmischen. Ihr könnt 2-3 Booster zusammenmischen. Das einzige Retinol, ich würde mit Säure, also egal von welcher Firma benutzen, ich würde Retinol mit anderen intensiven Inhaltsstoffen nicht mischen. Und ich habe vor kurzem noch einen Kommentar von meiner Zuschauer Lena bekommen, dass sie vertraut meiner Meinung, aber die findet schade, dass wenn man mit einem oder anderen Produkt nicht zufrieden ist, man könnte nicht beim Beauty Mate zurückschicken, um Geld zurückbekommen. Also, ihr dürftet jedes Produkt von Beauty Mates testen. Wenn ihr mit einem oder anderen Produkt nicht zufrieden seid, innerhalb 30 Tagen, ihr dürftet erstmal Beauty Mates Support kontaktieren, das gibt es diese Link, Support-Link, kontaktieren, also persönlich schreiben,
Diesen Link ich lasse für euch auf jeden Fall unter meinem Video im Infobox. Dann ihr dürftet dieses Produkt zurückschicken und Geld zurückbekommen. Das wollte ich jetzt für alle sagen, deswegen Dankeschön nochmal für diese tatsächlich sehr gute Frage. Wenn ihr nicht sicher seid, welches Produkt von Beauty Mates würde euch passen, ich lasse unter meinem Video nochmal im Infobox für euch Link. Erstmal zum Hautanalyse, damit ihr könnt eure Haut scannen, analysieren lassen und passende Pflege wurde für euch schon zusammengestellt. Ich habe das getestet, bei mir funktioniert 100%. Und gibt es noch ein Konfigurator-Set, damit ihr könnt eure persönliche Pflege zusammenstellen. Dadurch es wurde ein bisschen günstiger und plus, wenn ihr benutzt noch meinen Rabattcode Natalie30, ihr werdet noch zusätzlich 30% sparen. Und ich würde jetzt testen Rival Loves Me, neue Hollywood Glow Face and Body Illuminizer. Hat mich richtig neugierig gemacht. Dieses Produkt war schon ein bisschen hier geschmiert, als ich habe ihn neu gekauft. Wahrscheinlich hat jemand den schon im Laden statt Tester getestet. Aber okay, das ist im Glasflasche mit Pump, deswegen macht mir keine Sorge. Was ist sehr interessant, hier ist 33 ml, nicht Standard, hat eine leichte, schöne Duft, sehr, sehr intensive, schimmernde Produkt, sehr, sehr angenehmen. Wow, so wunderschön. Erinnert mich diese Textur, wenn ich das verblende, nach einem Öl, aber nachher, wenn das im Haut einzieht, dann fühlt sich das tatsächlich nicht so ölig. Also zieht im Haut sehr gut ein. Wie das man benutzt, könnte mir vorstellen, wie beim Charlotte Tilbury als eine zum Beispiel Highlighter an die Wange. Ja, probieren wir. Man könnte wahrscheinlich auch mit dem Hände das verteilen. Natürlich auf dem ganzen Körper. Och, dieser Duft ist so angenehm. Natürlich auf dem ganzen Körper, auf die Beine besonders. Ja, könnt ihr mir vorstellen. Hat ein bisschen leichte Deckkraft. Schöne Farbe. Funktioniert bei mir wie leichte Foundation. Es erinnert mich tatsächlich nach Glowwood Flowers von Charlotte Tilbury. Einige mit guter Haut benutzen als Foundation. Auf dem gesunde, schöne Haut durch diese leichte Deckkraft, das sieht auch so wunderschön aus. Also, oh, das ist aber sehr intensiver Glow. Und wisst ihr, was ist sehr interessant? Liegt auf dem Haut nicht fleckig und gleichmäßig und jetzt fest. Also, gefällt mir richtig gut. Ich habe Idee, vielleicht zusammen dieses Produkt mit dem Foundation von L'Oreal mischen. Auf jeden Fall wenigstens auf meine Wange. Ich sehe keine Graberschimmerpartie. Doch, jetzt ein bisschen das, was übrig geblieben auf meinem Hand, nachdem ich habe mit Serviette weggenommen. Auf dem Gesicht. Nee, das sieht gut aus. Ich sehe doch einzelne Schimmerpartikel, aber die sind nicht so intensiv. Also, erstmal gefällt mir. Na gut, probieren wir. L'Oreal, ich benutze in die Farbe 60. Ein bisschen, nur ein bisschen. Ah, das war zu viel. Okay. Ja, dann mische ich das zusammen. Wow, lässt sich super, super mischen, weil L'Oreal hat ganz flüssige Textur. So, schön. Ich erinnere, dass man könnte am besten L'Oreal Foundation mit Beauty Sponge auftragen. Also das ist Sponge aber für ganze Körper, nicht für das Gesicht, aber das ist das Schnellste, was ich habe mir hier genommen. Mega. Ich bin so, so verliebt in diese Kombination. Schaut ihr, dieser wunderschöne Glow. Mädels, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Damals, als ich in meinem letzten Video erste Mal L'Oreal Foundation für euch getestet habe, meine Haut saß anders aus. Ich habe euch gesagt, Beauty Mates für mich ist das beste Base für jede Foundation. Damals habe ich nicht benutzt. Dieses Mal, diese Kombination spendet mir genug Feuchtigkeit und auch meine Mini-Falten auf meiner Wange, die sind ein bisschen mehr trocken als auf der T-Zone, sitzt jetzt so prall. Also meine Haut hier sieht so prall aus, nicht trocken. Damals ich war schon mit L'Oreal zufrieden, ja, aber trotzdem, ich sehe riesige Unterschiede. Wie gesagt, dieses Mal auch Struktur meiner Haut mit breiten Poren ist nicht so deutlich. Dieses Mal sieht meine Haut super aus. Wenn ihr sucht nach passender Foundation, ich bin sicher, dass
euch würde heutzutage sehr, sehr viele Foundation aus Drogerie passen. Nur das Wichtigste ist Base. Und diese Kombination, ich könnte euch nur empfehlen, probiert ihr. Wenn ihr bis jetzt auch skeptisch war, probiert diese mit Beauty Mates, diese Kombination. Und zwar, wenn ihr habt trockene, reife Haut, auch in Kombination mit dieser Rival Loves Me Hollywood Glow. Okay, meine neue Favorit. Weiter, Concealer, neue von NYX, Barre With Me Concealer Serum. Ich denke, das ist das erste Mal, dass ich überhaupt Concealer von NYX probiere. Übrigens, ich habe in die Nummer, das ist so klein alles geschrieben, das macht mich fertig. So Leute, ich würde für euch wahrscheinlich hier irgendwo schreiben. Boah, wie sieht mein Haar aus? Was ist das denn heute? Na gut, normalerweise, wenn ich geschminkt wurde, dann sehe ich besser aus. Hat eine mittlere Deckkraft, es ist eine Concealer Serum, hat natürliche Finish, kaschierend, antirotungen, entzündungshemmend, feuchtigkeitsspendend, spendenden, beruhigend. Hier ist geniales Inhaltsstoff Centella Asiatica. Es ist das, was spendet Feuchtigkeit und beruhigt Haut. Pflanzlicher Extrakt, Allantoin, viele Extrakte. Ich bin begeistert. Hyaluronsäure, Vitamin E, Antioxidant. Wow, klingt sehr gut. Okay, teste ich mit euch übrigens das erste Mal. Sehr leichte, sehr schöne Textur. Könnt ihr mir vorstellen, wie faul bin ich, um aufstehen und normale Gesichtssponge feucht zu machen. Es ist Sponge für ganze Körper. Es ist zu groß. Okay, das ist übrigens, ich habe schon auch gesagt, meine neue Lieblings, überhaupt Favorit von Luvia Cosmetics und Luisa Crush. Das beste Qualität von Sponge, was ich für mich probiert habe, aber originale Sponge, diese Beauty Sponge, habe ich noch nie probiert. Wahrscheinlich würde ich das erstmal immer noch nicht machen, weil mir Geld zu schade, wenn ich weiß, dass ich könnte für viel weniger Geld sehr gute qualitative Sponge auch bekommen, ja. Das ist jetzt erstmal erste Schicht von Concealer. Gefällt mir richtig gut. Sitzt auf dem Haut so delikat, so schön. Pflegende Textur. Mittlere Deckkraft. Also ich sehe, dass ich würde hier ein bisschen doch aufbauen. Echt so schöne Textur. Und die Farbe selber, richtig schön. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich keine hellere mehr, weil... Schön. Also richtig, richtig schön. Okay, dann, während wir uns nicht brennen sind, sofort, ich wollte Puder auftragen, um Concealer zu setzen, damit er wird nicht im Falten sich rutschen. Baking Powder. Also, so wie ich verstanden habe, diese neue Puder sind jetzt aus der limitierten Edition im Standardsortiment gelandet, weil wurde sehr, sehr gut uns gefallen. Probiere ich erstmal Baking Powder. Mir gefällt, dass es in diesem Plastikverpackung, also Design ist richtig schön. Ja, genau, das ist die gleiche Puder, was aus der limitierten Edition selber, das gleiche Duft. Hier gibt es eine feine Netz, der wurde Puder ein bisschen so bremsen, damit man nicht zu viel aufnimmt. Beim Rival Loves Me insgesamt bis jetzt Puder, die ich ausprobiert habe, war richtig gut. Rival Loves Me könnten Puder tatsächlich sehr, sehr gut. Normalerweise Baking Puder mag ich nicht so gerne, aber man könnte natürlich mit dünnem Schicht auftragen, weil ich schon Falten habe. Aber Puder ist richtig schön. Man sieht die überhaupt nicht. Liegt auf der Haut richtig schön. Na gut, okay, probieren wir doch ein bisschen Baking. Sehen wir, wie das bei mir funktioniert. Nee, das... Oh nein, das ist nicht mein Weg. In dieser Kombination mit Concealer von NYX gefällt mir richtig gut. Hier habe ich zu viel aufgetragen, sieht man sofort diese Falten. Hier mit dünnem Schicht sieht super aus. Betont Falten nicht. In Kombination mit diesem Concealer sitzt super. Würde ich weiter auf jeden Fall benutzen, weil hier, wo ich dünne Schicht mit Puder Concealer gesettet habe, sitzt sehr, sehr gut. Erstmal sehr seidige Textur, also sowas Schönes. Und zwar sitzt nicht in die Falten, trocknet Haut denn überhaupt nicht. An dieser Seite habe ich zu viel Puder aufgetragen und hier sofort betont meine Falten. Sieht nicht so schön aus, aber trocknet Haut nicht. Also wie gesagt, die fühlt sich ein bisschen so cremig. Das ist nicht diese trockene Puder mit Talg, was wir kennen. Nein. Kaschiert meine Vertiefung hier. Seht ihr? Also hier man sieht diese Vertiefung.
An dieser Seite, man sieht diese Vertiefung nicht so deutlich. Für den ganzen Gesicht, ich wollte natürlich probieren von Rival Loves Me Loza Blue Powder. Die sollte diesen Blurring-Effekt machen, leichter Photoshop, durch das kleine Pigment, die Licht ausfokussieren. Diese Puder ist ein bisschen anderes. Besteht aus 4 Quadratsektoren, verschiedene kalte Farbtöne. Hier ist eine Schutzfolie, die ich muss natürlich entfernen. Normalerweise am besten mit der Pinzette wahrscheinlich. Von jeder Farbe jetzt rausgekommen. Dann mische ich ein bisschen zusammen. Puder hat auch eine wunderschöne, leichte, blumige Duft. Also die beiden Puder haben leichte, wunderschöne, blumige Duft. Das war zu viel wahrscheinlich. Also Puder hat Farbe, ein bisschen doch. Na gut, na gut. Also Puder hat leichte Deckkraft, also die hat tatsächlich Farbe. Ich versuche nachher das mit dem großen Pinsel das zu verblenden. Macht Haut ein bisschen mehr heller, wie ihr seht. Ja, okay, ich nehme jetzt große Pinsel. So, jetzt sieht das viel, viel besser. Viel, viel besser aus. Oh mein Gott, es fliegt das überall. So. Nochmal. Ja, seht ihr, dass diese Seite ist ein bisschen heller geworden als diese Seite, wo ich habe noch Puder nicht aufgetragen. Auch großer Vorteil bei dieser Puder hier ganz kleine, ganz feine Löcher. Deswegen Puder kommt ganz fein raus. Sehr, sehr schöne Puder. Und wenn ich denke über den Preis, also hier Qualität schlägt den Preis. Weil Preis ist dafür viel günstiger als Qualität. Ich bin sehr begeistert von diesen Produkten. Es ist so, so angenehme Haut. Es ist nicht dieses Gefühl, dass durch so viele Schichten von Make-up Haut ist so, wisst ihr? Ach, nein, überhaupt nicht. Alle Schichten, und ich habe heute sehr viel aufgetragen, ja? Alle Schichten fühlen sich auf dem Haut so leicht, so angenehm. Klasse. Wisst ihr, warum ich so mache? Ich wollte euch zeigen, dass es ist so ein lebendiges Gefühl auf dem Haut. Ich habe keine Angst, wenn ich so mache, dass ich wurde, ja, aus dem Haut so mein Make-up wegzumachen. Nein, nein. Das ist so angenehm. Wahnsinn. Gefällt mir. Wow. Und das sind Drogerieprodukte. Ich würde am besten jetzt sofort eine Bronze auftragen, weil wie eine ganz liebe Zuschauer hat mir geschrieben, du siehst wie Leiche aus, ja. Dankeschön, ich weiß, was du meinst. Okay, das war ganz lieb. Aber ich mache trotzdem jetzt als erste Blush, aus dem Grund, dass ich wollte die Farbe richtig sehen. Ich weiß, dass diese limitierte Edition, man könnte nicht mehr nachkaufen, aber nichtsdestotrotz, ich wollte das ausprobieren, weil ich schon gekauft habe. Von Rival Loves Me Blooming Beauty Luminous Blush. Übrigens gibt es auch Farbe 01, ja, weil das ist zwar einzige Farbe. Warum ich habe das mitgenommen? Weil ich neugierig war, weil mir hat dieser Muster super gefallen, weil ich fand das so interessant. Sieht ehrlich gesagt sehr hell aus, aber okay. Wahrscheinlich dieser Blush wird mit Satin Finish. Ich würde da die alle Farben zusammen jetzt mischen. Oh mein Gott, das ist so hell. Seht ihr, deswegen ist es wahrscheinlich gut, dass ich doch als erste Blush auftragen würde. Okay. Ach, das doch hat leichte Farbe. Das hat tatsächlich eine wunderschöne, leichte, natürliche Farbton. Also das sieht tatsächlich sehr natürlich aus. Der Blush hat leichte Satin-Finish ohne Schimmerpartikel. Also Schimmer sehe ich da nicht. Wunderschöne, natürliche, leichte Finish. Die Farbe gefällt mir. Wie sieht es auf dem Haut? Wie lässt sich verblenden? Und man könnte diese Rouge tatsächlich aufbauen. Was habe ich gemacht, um Intensivität verbessern? Also gefällt mir richtig gut. Jetzt mit Bronze. Sieht super aus. Jetzt ich versuche drüber nochmal Rouge aufbauen, weil Bronze hat das ein bisschen wurde gedeckt. Schaut ihr. Also jetzt ist Deckkraft ist viel besser. Also diese Seite. Jetzt mit dem Bronzer. Rouge habe ich noch drüber aufgetragen. Ich habe ein bisschen Highlight aufgetragen. Und Setting Spray. Browly Soap Booster habe ich im Mystery Box von Purish zugeschickt bekommen. Ich habe über diese Seife für die Augenbrauen sehr vieles nur Positives gehört. Deswegen habe ich mich damals besonders gefreut. Man könnte beim Purish auch online extra diese
Seife für die Augenbrauen bestellen. Ich lasse für euch hier Rabattcode beim Polish. Also nicht alle, wie ich schon gemerkt habe, nicht alle Marken. Man könnte mit meinem Rabattcode Natalie mit 15% kaufen, aber einige doch. Also schaut ihr auf jeden Fall da rein. Hier gibt es eine dieser wie eine Buch. Seife, transparente Seife. Dazu gehört auch eine Bürste extra. Ich würde selber Seife nass machen. Das habe ich jetzt mit einem Setting Spray von Catrice gemacht. Man könnte auch mit Wasser das einfach nur anspüren. Also ich habe das Gefühl, ich habe zu viel aufgenommen. Also man ein bisschen üben muss man. Fixiert Augenbrauen so gut. Nur man soll vielleicht doch nicht zu viel erstmal auf dem Bürste aufnehmen. So, jetzt ein bisschen noch Form hier mache ich. Die Härchen immer noch flexibel. Oh Gott, es gefällt mir so sehr. Ich habe noch keine Puder aufgetragen, nichts, also keinen Stift, nichts, ja? Würde ich jetzt das schnell machen. Ich habe hier bei mir einen Stift gefunden, weil ich finde, in dieser Situation Stift würde am besten passen. Übrigens Stift von Saiva. Ich habe ihn schon so lange hier gekauft, ich weiß nicht wie viele Jahre hier. Und ich sehe, dass er ist tatsächlich sehr gut. Warum ich habe früher nicht benutzt? Keine Ahnung. Stift hat auch relativ dünne Stift. Also gibt es heutzutage noch dünne, ja, aber nichtsdestotrotz. Also wie ihr seht, ich könnte ohne Probleme diese Strähnchen nachzeichnen oder wie sagt man das, aufbauen. Ich fühle einfach zwischen Augenbrauen ein bisschen Strähnchen auf, damit es noch mehr natürlich aussieht. Na, meine wilde Augenbrauen, wie findet ihr? Also mir persönlich gefällt das so gut. Es ist wild, aber es ist so irgendwie natürlich, wunderschön. Ich habe da nicht zu viel gemacht und guckt ihr, voilà, Augenbrauen sind da. Diese Seife hält meine Härchen so gut, fixiert so gut. Also Top-Produkt, könnte ich nur empfehlen. Link lasse ich unter mein Video im Infobox. Und jetzt machen wir mit euch weiter. Ich wollte endlich diese Lidschattenpalette probieren von Pixi. Aber wir machen etwas einfacher. Ich wollte nur wenigstens Qualität probieren. Obwohl ich habe schon für mich natürlich diese Palette geswatcht. Ja, Qualität ist super. Solltet eine pigmentiert hochwertige Qualität sein mit einem cremigen Effekt. Also pigmentiert, ja, erstmal auf meiner Hand, aber das sind Swatches. Das flache Pinsel, matte braune Farbe. Ich habe keinen Base aufgetragen. Oh ja. Okay, man sieht, Pigmentierung ist gut. Farbabgabe gut, Pigmentierung ist gut und die Farbe selber ist wunderschön. Schon gute Zeichen. Dann setze ich die gleiche braune Farbe also auf unteren Wimpernkranz. Mir gefällt die Farbe selber. Es ist eine wunderschöne warme Ton. Hier gibt es schwarze Farbe. Name für die Farbe steht an die andere Seite. Ist natürlich unpraktisch. Diese schwarze Farbe ich trage natürlich auf meinen Wimpernkranz. Pinsel von Sigma E05. Auch beim Purish kann man kaufen. Das ist ein besonderes Pinsel für Eyeliner. Und ich sehe, dass Qualität von schwarzer Farbe ist Bombe einfach. Als nächstes habe ich diese Farbe genommen. Das ist, ich weiß nicht, rot-orange Farbe. Ich habe hier mit dem Finger aufgetragen. Qualität ist von dieser Schimmerfarbe auch super. Cremige Textur. Lässt sich super auftragen. Mir gefällt, wie liegt diese Farbe Lidschatten auf dem Haut. Also richtig gut. Nicht schuppig, betont nicht die Falten. So, Textur ist Bombe. Mit dem Pinsel das gleiche Farbe mit Schimmer. Diese rötliche, ich würde auch hier unten tragen. Diese mit Schimmer in matte Farbe anblenden. So, seht ihr, das lässt sich auch mit dem Pinsel super aufbauen. Diese rötliche Farbe war im Trend vor ein paar Jahren, aber heutzutage sind schon andere Farben beliebt. Matte Farbe. Ich wollte damit ein bisschen hier weiter aufbauen. Klasse. Gleiche matte Farbe trage ich unten. Ganz
fein verblende ich diese auch Grenzen. Also ein bisschen mit gelbigem Unterton, helle matte Farbe, trage ich direkt hier unter meinen Augenbrauen. In meine innere Corner, ich würde probieren diese Farbe mit Schimmer. Pigmentierung ist richtig gut, auch mit dem Pinsel. Gefällt mir. Das war Coco. Highlighter unter den Augenbrauen nochmal, hier sitze ich. Auf jeden Fall. Das sieht gut aus. Und noch ein bisschen hier. Braune Augenkajal auf meiner Wasserlinie. Dadurch wirken Augen nicht so rötlich. Unten und oben. Mascara nehme ich von Maybelline Curly Bonds. Mascara, die gibt Wimpern richtigen Schwung, dass man keine Wimpernzange braucht. Make-up-Look ist fertig. Ich denke, ich habe heute meine neue Favoriten entdeckt. Ich bin so überzeugt von Qualität, dass beim Drogerie, besonders beim Rival Loves Me, Produkte haben Qualität höher als der Preis. Ich hoffe, dass Rival Loves Me hört mich nicht. Ich wollte nicht, dass er plötzlich Preise erhöht. Mein Make-up, mein Base, was ich habe heute auf mein Gesicht aufgetragen, sitzt schon seit 4 Stunden sehr, sehr gut. Ich habe keine Bedürfnisse, etwas da korrigieren oder vielleicht mit diesem Ölkontrollpapier auf meine T-Zone absorbieren. Gibt es nichts zum Absorbieren. Ich weiß nicht, ich bin sprachlos, wie gut sitzt mein Make-up heute. Lidschattenpalette von Pixi hat mich mit Qualität richtig überzeugt. Aber heutzutage farblich, diese Palette ist langweilig. Also das ist nicht die Palette, die wurde mich heutzutage interessiert. Und mit dieser Farbe fühle ich mich ein bisschen älter, ehrlich gesagt. Die nicht so, also gibt es andere Farben, mit denen ich sehe viel schöner und frischer aus. Das ist natürlich meine eigene Meinung. Ja? Was sagt ihr dazu? Ja? Sagt ihr was auch? Was denkt ihr? NYX Concealer hat mir richtig gut gefallen. Ich finde, das ist schon sehr gute Qualität. Könnte ich nur weiterempfehlen. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei war mit mir zusammen. In diesem Video diese Live-Test erlebt habt. Ich würde mich richtig freuen, wenn mein Video euch gefallen hat, über eure Unterstützung mit dem Daumen nach oben für dieses Video. Das hilft natürlich, dass mehr Leute könnten mein Video sehen. Ich würde mich sehr dankbar, wenn ihr wolltet meinen Kanal abonnieren. Und natürlich, ich würde mich freuen, wenn wir können uns wieder und wieder sehen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Eure Nathalie. Ciao.